So, wie versprochen, gucken wir uns jetzt mal dieses Ständchen genauer an. Zuerst fahre ich aber die Brücke aus. Und wie komme ich daran? Ist auch eine sehr interessante Frage. Gute Frage, nächste Frage. Wie komme ich da überhaupt runter? Da 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 da. Hier Wir lang. beschützen die Statue bis in den Tod. Die Statue, die hier, nehme ich die mit. Oh, ein Objekt. Ich mag Objekte. Ich mag Objekte auch, denn sie geben mir wahrscheinlich etwas Rundengröße. Gucken wir mal, vielleicht kann ich ja durch den geplatzten Knöchel. Nee, kann ich nicht, das war der hier. Ich dachte, ich hätte die Brücke da wegmachen können. Da ist noch eine Kiste. Ah, der Sound ist vielleicht doch ein bisschen zu laut. Okay. Na, dann bringt mal das Steinchen hin und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Denn ich will hier eigentlich auch 4 von 6, ich will hier eigentlich auch bald mal hier durch sein. Ich kann ja nicht ewig hier rumgucken. Und bitteschön. Was haben wir denn da für einen Stein? Eure maximale Hordengröße hat sich erhöht. Das ist schön. Deswegen nehmen wir gleich ein paar Braune mit. Ich wieder unten rum ist. Na gut, ist auch egal. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt hier lang komme. Nein, eher nicht. Und bitte da lang. So. Das haben sogar alle geschafft, nicht ins Wasser zu rennen, obwohl ich ein bisschen fail geleitet habe. Jetzt werden wahrscheinlich ein paar verrecken. Hä, was soll denn der Mist? Dankeschön. Das kann ich nicht sein. Also, noch einmal. So, was haltet ihr von dieser Brücke hier? Wollt ihr die nehmen? Wollt ihr die nehmen? Ja, ihr wollt die nehmen. Ansonsten muss ich euch nämlich alle voll sterben lassen. Was jetzt schon der Fall sein könnte, ey. Was soll denn das? Ja. Und stehen bleiben. Nein, falsche Taste. Nein, jetzt werden sie alle sterben. Oh, ich bin so blöd, die Taste zu drücken. Also nochmal. Alle? Und jetzt. Rüber, 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 rüber. Nein! Nein, 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 nein. Mensch. Und alle zurück. Und wieder. Nein. Irgendwann hört der Spaß auch auf. Ja? Ja? Ja! Verdammt. So. Hier bitte mal noch alles ran. War da nichts? Okay, dann war da nichts. Dann gehen wir einfach in die Richtung weiter. Da sind noch ein paar Käferchen und... Jetzt werde ich mal sehen, wie es weitergeht. Oh, hier oben geht's lang. Ach ne, ging's schon immer lang. Okay. Wow, ein neuer Weg. Oh, den kenne ich gar nicht. Wie oft bin ich hier schon lang? Tausendmal, ey.
Zähne, 7 und 3, okay. Von rechter Seite ist jetzt keiner mehr, die sind alle nur noch hier, die Wurzelknoten. Komme ich denn hier irgendwie runter? In die Schergen? Ah, die können bestimmt hier lang. Alle bitte hier und... Und blaue, ja, ihr könnt hier lang. So. Jetzt hätten wir das Problem auch gelöst. Da, und da, so. Okay, nein, alle, und kann ich hier runter? Nee. Okay, dann verzichte ich jetzt einfach mal auf das, was in der Kiste ist. Oh, eine Höhle. Da werden wir natürlich reingehen. Macht euch mal noch die Kistchen hier kaputt. Ach, hier ist noch eine welche. So, dann geht's hier rein. In die Schädelhöhle. Wir stehen direkt unter dem Baum des schlafenden Elfs. Hier entstehen seine Albträume. Nein! Albträume. Okay. Also, da, ich glaube, denke mal, ich folge einfach mal ein bisschen den Wurzelknoten. Und da hinten bitte folge ich dem. Ihr folgt bitte mal dem Tod. Noch weiter, als ihr jetzt schon seid. Hier noch. Da hinten noch. Da sind viele. Kann ich den alleine killen? Ich glaube nicht. Ach, der Stilleffekt gilt gar nicht für mich. Das ist ja schön zu wissen. Sterbt, ihr untotes Pack. Okay, ich habe ein paar kleine hässliche Monster, ob das so viel besser ist. Oh, shit. Hier sind doch ein paar mehr, als ich dachte. Wir laufen mal hier lang. Ja. Das war wieder praktisch. Na schnell. Nein. Okay, wir opfern mal jetzt. Also alle. Nein, nein. Alle. Da. Damit Punkt auflösen. Alle. Einen braunen. Der geht hier ran. Nein, nicht daran. Hä? Konnte man diese Pflanzen hier nicht aufnehmen? Okay, dann eben nicht. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier das nicht noch komplizierter, als es sowieso schon ist. Oh, ein grüner Pool. Und geh jetzt einfach gleich in die Masse.
Oberon scheint nicht zu wollen, dass wir diesen Weg einschlagen. Deshalb sollten wir es umso mehr tun. So. Das lief doch ganz gut ab. Einer ist gestorben, naja, lässt sich verkraften und hier bitte nochmal die Equip-Teile einsammeln. Okay. Hier haben wir noch ein... Oh, hier ist auch noch ein bisschen Equip. Machen wir das alles mal noch raus. Und ein brauner Schergenpool. Nehmen wir auch gleich noch zwei. Boah, das passt ja hier wieder alles zusammen. Oh, was ist man hier? Da, das braucht da bestimmt jemand. Da hinten sind Mobs. Ach, wir gehen einfach mal zu den Mobs. Oh, wie es ist. Da haben wir noch einen. Oh, ein Objekt. Ich mag Objekte. Wo denn? Da. Oh, ein Objekt. Oh, shit. Okay, naja, ein paar haben wir gerettet. Habe ich ein paar und hier geht's auch nicht weiter. Braucht noch jemand eine Waffe? Da liegt eine. Mist. Wo ging's hier raus? Na, lauf doch weiter. Was ist hier? Was soll das jetzt hier? Hier geht's lang, hier ist das Portal, lauf doch einfach hin. So ein Mist. Wieder dieser Kackback. Egal, dann möchte ich das jetzt hier stehen lassen. Ich kann mit ein bisschen weniger Mana leben. So, wie sieht es denn aus? Von da sind wir, also da hinten lang. Oh, hier ist schön viel. Hier ist auch ein schöner großer Mob. Der wird mir jetzt gleich ein, zwei Schergen zerhauen. Jupp. Boah, das ist ja eine richtige Plünderungsaktion hier. So, hier. Alle. Dann schauen wir mal, wie es hier ist. Ach, das ist auch alles Zeug hier. Wir sind nur Kisten. Aber massig Gold. Das
glaube, ich kann mir bald mal wieder eine neue Rüstung kaufen. Hier ist noch eine. Hier bitte noch, da das Equipstück. Und jetzt gehen wir weil. Oh ja, das sieht gut aus. Da haben wir ja den blöden Wurzelknoten. Da haben wir noch Frosch, ups. So. Damit hätte sich das eigentlich auch erledigt. Dieser Wurzelknoten zumindest. Schön. Schön, schön. Was klappt mir denn jetzt hier noch? Irgendwas klappt mir jetzt hier noch. So. Für die Braunen ist das unpraktisch. Mensch! Warum leckt denn die Maus so rum? Nein. Und alle bitte ran. Oh, alle überlebt. So. Das dürfte der vorletzte Knoten gewesen sein. Jo, hier bin ich richtig. Ich stehe dann wahrscheinlich auch gleich in so blöder Mana-Stelle, den wir nicht mitnehmen können. Weil die Schergen zu blöd sind, ihn auf das Ding zu stellen. Dann können sie ja mal versuchen. Na, jetzt machen sie es. Und drauf, bitte. Zack. Und wir sind draußen. Auch für diese Folge. Ob ich dann irgendwann mal den letzten Knoten finden werde, das entscheidet sich dann wahrscheinlich im nächsten Part. Tschüss.